Ja, herzlich willkommen, Herr Klaus-Dieter Gröhler, Atil Ural. Wir treffen uns heute hier in der Business Factors Zentrale in Berlin. Und wir hatten ja bei unseren Strategietagen in den letzten Jahren immer mal auch Podiumsdiskussionen, wo wir nicht nur Vertreter aus der Wirtschaft, sondern auch aus der Politik hatten. Da waren Hermann Otto Solms oder Katharina Barley oder zuletzt auch Jens Spahn zu Gast. Heute sind wir hier in Berlin mit Ihnen, Herr Gröhler. Und also erstmal herzlichen Dank, dass Sie unserer Anfrage so schnell auch gefolgt sind. Atil, wie kam es dazu? Wir hatten unser Sommerinterview neulich auch zu der Frage, wie man Abstands- und Hygieneregeln auch einhalten kann in Pandemiezeiten bei unseren Strategietagen. Im September haben wir die nächste Veranstaltung. Und da kam deinerseits die Anfrage an das Büro von Herrn Gröhler. Wie kam es da dazu? Ja, also wir hatten ja, wie gesagt, schon beim letzten Mal intensiv darüber gesprochen, wie so eine Veranstaltung in Corona-Zeiten aussehen kann, was wir müssen, was wir nicht müssen. Und da haben wir unser Hygiene- und Verhaltensprogramm ins Leben gerufen und haben das auch vielen Gästen, die uns im Herbst besuchen werden, kommuniziert und haben natürlich auch sehr viel Zuspruch bekommen. Dennoch gibt es viele Unternehmensvertreter und auch Sponsoren, die trotz allem verunsichert sind. Und ich hatte das Bedürfnis, den Ball in Richtung Politik zu spielen und zu sagen, okay, wir haben hier ein Problem. Nicht nur bei Business Factors, sondern auch generell die Kongresslandschaft in Deutschland wird es nicht einfach haben, weil die Bevölkerung stark verunsichert ist. Und da haben wir relativ kurzfristig mit dem Büro des Bundestagsabgeordneten Gröhler Kontakt aufgenommen. Und in wenigen Tagen konnten wir heute auch ein Treffen organisieren. Da sind wir natürlich sehr dankbar für und haben auch schon erste Lösungsansätze und Ideen erarbeitet, die uns gegebenenfalls jetzt auch im Herbst weiterhelfen. Ja, das möchte ich zum Stichwort nehmen. Wir hatten einen Lockdown und aus der Phase sind wir heraus. Jetzt gehen die Fallzahlen wieder leider Gottes nach oben. Es gibt eine große Verunsicherung in der Presse, ist omnipräsent. Was tut die Politik oder was kann die Politik tun, um der Bevölkerung ein Stück weit Sicherheit zu geben, Herr Gröhler? Das ist natürlich die Frage, die im Moment alle umtreibt. Und so wie wir im Immobilienbereich immer sagen, entscheidend ist Lage, 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 ist es in der Wirtschaft Stimmung, Stimmung, Stimmung. Und mir ist auch wichtig, Sie haben ja eben gerade den Veranstaltungsbereich angesprochen, dass wir eben nicht nur schauen, wie ist eigentlich die Situation in der Industrie, wie ist die Situation im Handel, sondern auch, wie ist sie im Dienstleistungsbereich. Und wir nehmen ja wahr, dass viele, viele Dienstleistungen in den letzten Monaten eben nur gering nachgefragt werden. Und da müssen wir ganz dringend gegen ansteuern, weil gerade in Ihrem Bereich werden ja Kontakte geknüpft, werden neue Aufträge generiert. Das heißt, es ist auch nochmal ein Motor in sich im Wirtschaftsleben. Und deshalb glaube ich, müssen wir einerseits für ein Stück Sicherheit und Stabilität sorgen. Das machen wir mit dem Versuch, sehr, sehr viel Finanzhilfen zu geben. Wenn Sie mal schauen, innerhalb der Europäischen Union werden 50% der staatlichen Finanzhilfen in Deutschland gegeben, obwohl ja Deutschland nur 25% der EU ausmacht. Also Sie sehen, welche Anstrengungen die Politik hier betreibt. Aber wichtig ist eben auch gerade das, was wir heute machen, nämlich Gespräche führen, wie kann es weitergehen und eben auch ein Stück für Optimismus und für Stabilität und für Sicherheit zu sorgen. Jetzt haben Sie heute auch unser Unternehmen kennengelernt. Wir sprachen auch dankenswerterweise mit Ihnen über Ideen, wie man jetzt Abstands- und Hygieneregeln auch bezogen auf unser Geschäft, auf Kongresse, Konferenzen umsetzen kann. Was können Sie eventuell Gästen sagen, die noch unsicher sind? Weil wir hatten große auch Schwierigkeiten im Vorfeld, uns zu orientieren. Was müssen wir genau und wie müssen wir es umsetzen? Gibt es dafür Antworten auch seitens der Politik oder haben Sie dazu Ideen? Das ist natürlich insofern auch schwierig gewesen, dass Corona ja eine völlig neue Krankheit war. Und wenn Sie mal an die Diskussion denken, erst hieß es, ach, Masken werden nicht gebraucht. Und dann war die Frage, oh doch, Masken bringen eine ganze Menge. Gibt es nun Aerosole im Raum oder nicht? Das macht es für die Politik natürlich auch schwierig, weil wir uns ja auch ein Stück weit immer nach der Wissenschaft richten müssen. Wir können es ja selbst auch nicht wissen. Aber das, was Sie mir erklärt haben, wie Ihr Geschäftskonzept jetzt aussieht, wie Ihr Veranstaltungskonzept aussieht. Also ich hätte überhaupt gar keine Zweifel, bei Ihnen zu einer Veranstaltung zu gehen. Ich würde mal sagen, ich glaube, bei Ihnen ist die Sicherheit größer als in mancher Sitzung des Deutschen Bundestages. Und insofern, glaube ich, sollte man vielleicht auch einfach ein Stück mit Vernunft an die ganze Situation rangehen. Und
wenn man mal selbst denkt, wo man im Sommer vielleicht doch auf der einen oder anderen Grillparty im Garten war, da war es wahrscheinlich letztlich schlechter, als es bei Ihnen sein wird. Und Sie haben ja auch ein Eigeninteresse daran, weil Sie natürlich nicht wollen, dass bei Ihnen irgendwas passiert und drei oder vier natürlich. Tage später in irgendeiner Zeitung steht, dass nun gerade bei Ihnen ein Corona-Hotspot entstanden ist. Also insofern kann ich nur jedem sagen, mit Vernunft an die ganze Situation rangehen und vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stelle sich in Ruhe anschauen und abwägen und letztlich dann zu einer vernünftigen Entscheidung kommen. Vielen Dank. Wir haben da auch viel getan. Also wir haben diese Abstands- und Hygieneregeln umgesetzt in unser GPS-Modell und tun vielleicht auch ein Stück weit mehr, als erforderlich wäre, aber wir wollen eben nichts unversucht lassen, um jedem im Grunde genommen eine Sicherheit zu geben. Attil, du hattest aber jetzt im Vorfeld viel sowohl mit Teilnehmern als auch mit Partnern der Veranstaltung gesprochen. Was hast du da so gehört an Unsicherheiten, an Reaktionen? Was ist dein Eindruck? Das ist natürlich ein Spagatakt. Auf der einen Seite wollen wir den Leuten ein sicheres Gefühl geben und tun alles, was nötig ist, was man tun kann, um so eine Veranstaltung so sicher wie möglich umzusetzen. Auf der anderen Seite wollen wir es natürlich auch, es gab zum Beispiel ein Beispiel hier im Apple Store um die Ecke, wo sie Fiebermessungen gemacht haben, das ist einigen Leuten extrem aufgestoßen. Ich kann es nachvollziehen, ich fand es auch befremdlich, wenn ein in Anführungsstrichen Nicht-Arzt bei mir Fieber misst und dann irgendein Urteil fällt, wie es mir geht. Also man darf den Bogen auch nicht überspannen, weil das Ganze soll ja irgendwie auch noch ein bisschen Spaß und Freude machen. Also ich meine, eine Veranstaltung lebt ja auch davon, dass die Leute nicht nur Geschäft machen, sondern bei uns amüsieren sich die Leute natürlich auch mal beim Abendprogramm und auch beim Dinner im Austausch, beim Bier am Abend. Das gehört alles dazu und das funktioniert natürlich nicht, wenn wir den Leuten ein Umfeld schaffen, was ja, zwar sicher ist, aber wo dann auch gar nichts mehr funktioniert. Und ich meine, wir machen es ja jetzt in Deutschland auch, wir gehen ins Restaurant, wir gehen zum Friseur, wir treffen uns mit Familienmitgliedern. Das sind ja alles Dinge, die bei uns so in der Form ja nur etwas anders auch stattfinden. Ja? Und deswegen sind wir jetzt eigentlich positiv gestimmt, dass der Herbst gut funktionieren wird. Und wir tun natürlich auch mit dem GPS-Konzept, was wir entwickelt haben, unser Bestes, dass die wichtigen Sachen umgesetzt werden. Also wir haben gerade im Meeting auch Masken getragen. Jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Abstand schaffen können. Da konnten wir die Masken auch mal kurz ablegen. Also da, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, sprich im Konferenzraum, im Workshopraum, da machen wir das natürlich mit der Maske oder wir haben auch in unseren Lounges, hatten wir auch in unserem letzten Interview ja schon vorgestellt, so Plexiglaswände, die man ja auch schon kennt, irgendwie beim Tankwart oder beim Bankschalter, dass die Leute dann auch da die Maske abnehmen können, weil da halt einfach nochmal eine Schutzvorkehrung dazwischen ist. Das sind alles Dinge, denke, die sind gut, die tun keinem weh und wir können trotzdem was Tolles, Effektives und was auch vielleicht Spaß macht, zusammen machen. Und da arbeiten wir jetzt natürlich drauf hin. Noch eine Frage an Sie, Herr Kröhler. Wie weit spüren Sie denn Veränderungen und mussten Sie reagieren in Ihrem Alltag und bei Ihrer Arbeit jetzt auch durch Einschränkungen infolge von Corona? Was sind da so Anekdoten aus Ihrer Arbeit als Bundestagsabgeordneter und als Politiker auch in einem Jahr vorm Wahlkampf? Also Ihr Unternehmensbesuch ist heute so ziemlich einer der ersten, den ich tatsächlich wieder machen kann, weil der eine oder andere hat in letzter Zeit auch gesagt, ach, besuchen Sie uns mal bitte lieber nicht. Mhm. Ich habe auch natürlich wahrgenommen, ich habe eine Zeit lang Bürgersprechstunden nur per Telefon gemacht. Ich habe jetzt aber wahrgenommen, wo ich auch wieder richtig Bürgersprechstunden live durchführe, dass die Menschen auch gerne kommen und mir gerne ihre Fragen, ihre Probleme, ihre Sorgen schildern. Also ich glaube, dass die Menschen auch ein Stück sich darauf freuen, tatsächlich wieder mit anderen in einen intensiven Austausch gehen zu können. Und ich finde, wir haben in Deutschland das bisher mit viel Vernunft hinbekommen, auch wenn Sie mal denken, in anderen Ländern durfte man ja nicht mehr in den Wald gehen, ja. Zum Beispiel in Polen. In Spanien durfte man nicht mehr in die Grünanlage gehen, das hatten wir ja so alles nicht. Und ich finde, man muss auch immer bei allen Sicherheitsvorkehrungen muss man auch immer ein Stück Vernunft walten lassen. Das gesellschaftliche, das politische, das wirtschaftliche Leben darf nicht auf Dauer völlig zum Erliegen kommen. Insofern sollten wir irgendwie immer versuchen, so den mittleren Weg zu gehen und das alles miteinander vernünftig auszutarieren. Also mich freut das persönlich sehr und ich finde das auch sehr volksnah, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hierher zu kommen. Aber Sie werden ja sicherlich auch in den Bürgersprechstunden, auch wenn Sie jetzt in letzter Zeit virtuell waren oder auch Begegnungen mit anderen Unternehmen, Erfahrungen gesammelt haben. Aber wie ist denn so der Tenor? Was gibt es am Positiven oder am Negativen zu berichten? Und wo gibt es vielleicht auch wirtschaftliche Hilfen, bei der die Politik auch unterstützen kann? Also ich staune natürlich, wie viele Menschen auch in letzter Zeit häufig kommen und sagen,
ich will auch mal ausdrücken, dass ich finde, dass die Politik insgesamt das Problem gut in den Griff bekommen hat. Natürlich haben sie auch immer einige wenige dabei, die sagen, ihr seid doch völlig irre, das war doch eigentlich nur mittlerer Schnupfen und was habt ihr angerichtet? Aber das sind wirklich sehr, sehr wenige. Das finde ich sehr erfreulich, dass die Situation so ist. Und natürlich erlebe ich auch viele Unternehmen, auch gerade Solo-Selbstständige, Kleinstunternehmen, die sagen, die Hilfen sind für mich nicht passgenau, es ist immer noch ein zu großer Bürokratismus bei der Antragstellung. Und wie lange werden diese Hilfen überhaupt gehen? Natürlich ist klar, wir werden es nicht unendlich ausschütten können. Wir sehen jetzt schon, dass wir in eine relativ heftige Staatsverschuldung gehen. Aber Deutschland kann sich das leisten, weil wir in den Jahren zuvor gut gewirtschaftet haben. Aber ich glaube, jetzt ist auch Zeit, dass wir sehen müssen, dass der wirtschaftliche Motor insgesamt wieder anspringt. Das Jahr 2020 wird negativ ausgehen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, wir sollten mit Hoffnung in die kommenden Monate schauen und dann auch ins neue Jahr 2021. Vielleicht als Schlusswort würde ich mich ganz herzlich auch als Mitarbeiter von Business Factors bei Ihnen bedanken und mit deinem Einverständnis Sie auch gerne einladen zu einem unserer Strategietage. Gerne. Weil wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass auch dieser Austausch zwischen Politik und Wirtschaft sehr interessant und sehr inspirierend und synergetisch sein kann. Ihnen persönlich wünsche ich alles Gute und danke Ihnen sehr, sehr herzlich für das Gespräch und Ihren Besuch. Sehr gerne und ich nehme die Einladung an, weil ich halt Ihre Veranstaltung für sicher. Vielen Dank. Klasse. Vielen, vielen Dank. Gerne.